Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag, Eprinus wieder am Start und zwar der nächste über der nächsten Vorstellung. Und zwar geht es diesmal wieder um eine kleine Kopflampe, eine LED-Kopflampe und zwar um die Sunbleezer H11. Die hatte ich ja schon mal im Laufe des letzten Jahres vorgestellt und bin soweit sehr zufrieden und nutze die tatsächlich öfters, egal ob es jetzt früher wieder dunkel wird, dann ist es natürlich ganz praktisch, dann brauchst du nichts in der Hand halten, sondern hast einfach eine kleine Kopflampe dabei. Die ist nicht riesengroß. Wie groß sie ist, das werden wir uns jetzt auf den ersten Blick direkt mal anschauen. Warum habe ich hier zwei Exemplare? Weil jetzt kommt, wir haben hier einmal die neue Version und einmal die alte Version. Die unterscheiden sich aber nicht so großartig, aber trotz alledem will ich sie euch jetzt direkt mal vorstellen, was auch ein bisschen witzig ist. Die haben sich so nicht verändert, also dieselbe Lumenzahl, dieselbe Grammzahl, sie heißen beide H11, aber es ist auch dieselbe LED und sie sehen trotzdem ein bisschen anders aus. Das könnte in erster Linie natürlich hier an dem geänderten Reflektor liegen. Das heißt, wir haben jetzt hier einen neuen Reflektor. Das hier ist sozusagen die alte Lampe. Da sieht man schon, der Reflektor ist etwas kleiner und der ist auch innen drin ein wenig glatt. So, hier der neue Reflektor ist wesentlich größer und hat so Orangenschalenreflektor nennt man das Ganze. Deswegen ist das so wie so eine Orangenschale da innen drin so ja, abgehalten. Ansonsten seht ihr hier schon, die LEDs sehen etwas anders aus. Ansonsten haben wir noch hier das Übliche wieder. Hier oben war eigentlich nur das Einschaltsymbol und der Reset-Button, beziehungsweise hier ist jetzt endlich mal drauf gedruckt, dass man beide gleichzeitig gedrückt halten muss zum ersten Mal, um die Lampe zu entsperren. Beide werden leider über Micro-USB aufgeladen. Ich hätte mir jetzt hier eigentlich ein Update gewünscht, dass man auf USB-C schwenkt. Hat man leider noch nicht gemacht bei der neuen Version. Das Design ist ansonsten gleich geblieben. Das Kopfband ist ansonsten auch gleich geblieben. Sie lässt sich auf jeden Fall schön verstellen. Das ist schon mal ganz gut. Das heißt, je nachdem, in welchem Winkel ihr das haben wollt, wenn ihr den Kopf gerade habt, strahlt sie natürlich auf die Erde oder einfach nur nach vorne. So, ansonsten gucken wir mal ganz kurz drauf. Preis-leistungsmäßig hat sich da nicht viel getan. Und zwar kostet die Sunbleezer nach wie vor 19,99 Euro und hat hier einmal die übliche Veränderung durchlebt, wie man jetzt hier so sehen kann. Wenn ich die hier mal rumdrehe. Die neue Version hat halt einen schwarzen Schalter oben drauf und die alte Version hatte den grünen Schalter oben drauf. Das heißt so. Aber das ist natürlich noch nicht alles gewesen, weil jetzt ist hier grau, grau, grün, grün. Sondern jetzt kommen wir zum wichtigsten Aspekt. Und zwar hat die Lampe selbstverständlich einen verschiedenen Modus drin. Wenn wir jetzt hier die alte Lampe das erste Mal einschalten. Ja, perfekt. Habe ich wahrscheinlich gerade den Sperrmodus aktiviert. Also können wir es nochmal live machen. So, jetzt haben wir sie. So, da sehen wir es. Sperrmodus gedrückt halten, beide Tasten, dann ist sie entsperrt. Dann haben wir den ersten Modus sozusagen. Der geht nach einer Weile dann, also wenn ihr nochmal drauf drückt, wieder aus. Erster Modus, zweiter Modus, dritter Modus. Gucken wir mal bei der neuen Version, wie das geht. Erster Modus, halt, Moment. Erster Modus, zweiter Modus, dritter Modus. Hat sich nicht viel verändert. Ihr seht auch von der LED, ist kein großer Unterschied. Deswegen gucken wir uns das Ganze natürlich im Nachttest nachher nochmal an. Aber jetzt das andere. Wir hatten bei der alten Version, wenn wir drauf drücken, so, wir starten mit Weiß, helleres Weiß und Rot und dann wieder raus. Und bei der neuen Version haben wir es so, wir starten mit Grün, hellerem Grün und Rot. Das ist der Unterschied. Also that's it. Mehr gibt es hier eigentlich nicht zu sagen. Größerer Reflektor und wir haben halt nicht weiß, helleres Weiß. Das ist so eine Art, das ist ja das Spotlicht und das hier ist ja das Flutlicht. Das reicht, es ist ein bisschen dunkler natürlich, ja. Und dann haben wir noch das rote Licht, was sich gut in der Nacht macht zum Wandern. Und hier ist es halt grün, was auch sehr krass ist, muss ich ganz ehrlich sagen, weil durch grünes Licht sieht man wirklich extrem gut nachts. Dann das hellere Grün, das ist noch krasser, wenn ihr im Wald oder so unterwegs seid. Und dann natürlich nochmal das exklusive Rotlicht. Das heißt, wir haben hier also grünes Licht drin und rotes Licht. Was jetzt interessant wäre, wenn man beides gleichzeitig aktivieren könnte, kann man aber leider nicht. Es geht immer nur eine Seite. Auch hier kannst du nicht zum Beispiel das grüne Licht und das weiße Licht anschalten. Und hier genauso wenig das rote Licht und das weiße Licht. Schade eigentlich an der Stelle. Ich habe den Nachttest dieses Mal drinnen gemacht, damit das Ganze ein bisschen besser zur Wirkung kommt. Sonst verlieren sich, wenn ich draußen bin, die 365 Lumen ein bisschen. Und ich sag mal so, je weniger Lumen noch sind, desto weniger sieht man draußen. Deswegen habe ich das einfach mal im Raum gemacht. Deswegen gucken wir jetzt einfach mal zusammen in den Nachttest rein. Und dann habt ihr mal alles auf einen Blick. Was halt, wie gesagt, der Unterschied ist, bloß Rot und Grün in den LEDs. Denn ansonsten sind die Anleitungen größtenteils gleich geblieben. Also das hat mich am Anfang auch ein bisschen gewundert, denn die LED ist also nach wie vor dieselbe. Hier, also muss ich mal so zeigen, rechts ist die alte und links ist sozusagen die neue. Und beide sind es die Sunbleezer H11. Jetzt geht es aber direkt raus, nein, nicht raus, sondern zum Zimmer Nachttest, damit ihr seht, wie hell die Lampen an sich so leuchten, wenn ihr im Gebäude unterwegs seid. So Freunde, jetzt gucken wir uns mal die beiden Sunbleezer Lampen an. Ich habe jetzt hier auf der rechten Seite ganz normal
hier die alte Lampe und wir schauen mal hier indoor rein. Also outdoor würde das Licht einfach nur krass geschluckt werden. Das ist sozusagen die erste Helligkeitsstufe der alten Lampe. Gehen wir mal durch. Stufe 1, Stufe 2 und direkt Stufe 3. Dann kommen wir in den Rotmodus rein. Während wir bei der neuen Lampe jetzt aber so fungieren würden, das heißt, ich drücke jetzt die aus, die alte, mache die neue an. Wir starten direkt mit grün. Dann in den zweiten Modus helleres Grün und gehen dann direkt in Rot. Während wir ja hier einmal durchschalten würden, also beide mal zeitgleich, rechts nochmal die alte und links sozusagen die neue. Und da sieht man schon, die alte Lampe ist komplett jetzt hier noch auf weiß, während die neue schon komplett auf grün gegangen ist. So, ausgeschaltet und eine Stufe höher wären wir hier im Rot. Und wären jetzt hier im Rot. So, das ist die alte Lampe. Die neue Lampe ist also wesentlich heller beim Rot. Ja, das sieht man hier ganz gut. Rechts, wie gesagt, die alte, links die neue. So, und wenn ich jetzt nochmal durchschalte, das ist der erste Modus, zweite Modus, dritte Modus. Das ist, wie gesagt, die alte Lampe. Und wir starten nochmal neu. Erster Modus der neuen, zweiter Modus der neuen. Dritter Modus der neuen. Also wesentlich heller jetzt schon mal, was die Helligkeit anbelangt, ganz klar. So, alte Lampe nochmal, wie gesagt, auf Standard zurücksetzen. Da seht ihr es nochmal im Schnelldurchlauf. Jetzt gibt es die alte Lampe komplett im normalen Spotlight. Zweiter Modus, dritter Modus. Der ist wirklich sehr hell, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist schon ziemlich krass. Wir gehen nochmal runter. Neue Lampe, erster Modus, zweiter Modus, dritter Modus. Auch schon ziemlich hell. Und jetzt mal beide gleichzeitig. Dazu muss ich die erstmal so einschalten. Genau, so jetzt haben wir rechts die alte Lampe, links die neue. Und die neue Lampe hat nicht nur einen größeren Reflektor, sondern auch ein punktuelles Licht, wie ihr jetzt hier so seht. Also das ist die neue. Sieht man natürlich so nicht ganz so krass. Aber im Endeffekt hat die neue Lampe wesentlich mehr Spot als die alte. Das heißt, wir schalten nochmal direkt durch, machen den zweiten Modus rein. Und dann mache ich jetzt hier auch mal den zweiten Modus rein. Neue Lampe, alte Lampe. Also da sieht man es, die neue Lampe ist doch wesentlich heller. Und jetzt gibt es da noch den dritten Helligkeitsmodus. Alte Lampe. Und dann machen wir die neue. Und alte Lampe, neue Lampe. Man sieht es doch, also die neue Lampe ist, obwohl die Lumenzahl sich nicht verändert hat, einfach genauso hell. Das ist wirklich krass, muss man mal so sagen. So, da sieht man es jetzt hier ganz gut. Da sind sie, die beiden Lampen. Während sie sich eigentlich so optisch kaum unterscheiden, haben wir auf jeden Fall doch einen guten Helligkeitsunterschied. Alt, neu. Und wie gesagt, mehr Spotlight, weil der Reflektor also doch größer ist, hätte ich so an der Stelle fast gar nicht so vermutet. Ja, dann mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Gucken Sie uns nochmal direkt von vorne an. So, da seht ihr es. So sieht der ganze Spaß eigentlich nur aus. Tja, na gut, gut reingeblendet. Da, wie gesagt, ist die neue und hat einen größeren Reflektor im Gegensatz zur alten, die halt einen minimal kleineren Reflektor hat, wie man das Ganze jetzt hier so sieht. Bin ich erstmal raus und verlinke euch die Dinger wie unten immer in der Videobeschreibung und sage bis zum nächsten Video und auf Wiedersehen.